Was macht Singapur so interessant für mich? Dieselben Dinge, die eigentlich, glaube ich, jeder Mensch will, aber vielleicht sich nicht eingesteht. Ich glaube, eines der wichtigsten Dinge ist physische Sicherheit. Ich glaube nicht, dass es einen Menschen irgendwie gibt, der sich freut, dass er, keine Ahnung, in der Nacht Angst haben muss, dass er überfallen wird. Und ich sage jetzt nicht, dass das in Österreich oder in Deutschland und so weiter ist. Ich will es nur sagen, so ein generelles Grundbedürfnis. Also physische Sicherheit. Es ist für mich ein unglaublicher Nutzen, dass ich kein Problem damit habe, wenn meine Frau alleine in der Nacht rausgeht, in der Früh laufen geht, am Abend laufen geht, wenn stockdunkel draußen ist. Ich brauche mir keine Sorgen machen, dass irgendwo eingebrochen wird, dass irgendwas passiert. Und ja, das kommt alles mit einem gewissen Kostenfaktor. Und der Kostenfaktor nennt sich Überwachung, nennt sich, dass Kameras überall sind. Ja, das ist der Kosten, das ist die Gegenseite. Und ich verstehe, warum vielleicht viele Leute davor Angst hätten, wenn sie Singapurer sind und vielleicht sich nicht so einfach tun, irgendwie die Stadt zu verlassen. Gut, für mich, ich stelle nichts an, ich weiß genau, was ich hier an Privatsphäre aufgib. Wenn ich morgen gehe, dann gehe ich morgen. So viel Rechtssicherheit, und das ist wahrscheinlich der nächste Punkt, die Rechtssicherheit ist einfach unglaublich hoch. Singapur hat teilweise sehr abstruse Gesetze, teilweise sehr gute Gesetze, die ganz anders sind als in der restlichen Welt. Wichtig ist für mich die Rechtssicherheit. Darauf habe ich einfach eine gewisse Verlässlichkeit und eine gewisse Gewissheit. Und ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz wichtig für ganz viele Dinge ist. Also diese physische Sicherheit, diese Rechtssicherheit, die ist für mich ganz, ganz, ganz essentiell. Das nächste ist für mich ist Wirtschaft. Und jeder Mensch muss einfach mal akzeptieren, dass 100% der Gehälter weltweit von Unternehmen bezahlt werden. Unternehmen, die einen Wert schaffen. Egal, ob du Einzelunternehmer bist, ob du ein großer Unternehmer bist, egal, wo du angestellt bist, am Ende bekommst du das Geld von einem Unternehmen. Ja, das Unternehmen bezahlt vielleicht Steuern und die Steuern gehen an den Staat und der Staat bezahlt damit Beamte, auch wenn du Angestellter bist. Deine Steuern werden vom Unternehmen bezahlt, nicht von dir. Ich weiß, das glaubst du, aber das sind Unternehmen, die das bezahlen. Und für mich ist daher jeder Standort interessant, der dem Land eine Attraktivität als Wirtschaftsstandort bringt. Und das machen Unternehmen, nichts anderes. Und von dem her, ich verstehe kein einziges Land der Welt, wo ich mir super schwer zu einem Unternehmen zu gründen, wo Startups davon gehindert werden zu starten. Ich verstehe diese Entscheidungsfindung von Politikern nicht, die da sitzen und sagen, hey, wir wollen einen Behördenalbtraum. Lass uns Wege finden, wie wir schaffen, dass Leute so wenige Startups wie möglich schaffen. Lass uns einem Startup von Anfang an so viele Steuern aufbrummen, dass erst gar niemand ein Startup gründet. Lass uns das machen. Das ist echt so, als wenn jemand mit der Schrotflinte dasteht, hier sich das draufsetzt und abzieht. Wirklich, genauso. Unvorstellbar für mich. Also unvorstellbar. Ich verstehe die Entscheidungsfindung von Politikern nicht, die so denken. Es ist für mich unvorstellbar. Ich will doch als Standort will ich doch schaffen, so viele Unternehmen wie möglich, so viele Arbeitsplätze wie möglich herzubringen. Und vor allem so hochqualifizierte wie nur möglich. Wo Leute ein gutes Gehalt bekommen, wo ein unglaublicher Wert, vielleicht sogar noch weltweit, damit man sozusagen das Produkt, den Service, den man hat, dass man den exportieren kann. Wie viele weltweite Unternehmen wurden denn in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland über die letzten 20 Jahre gegründet? Ich glaube gar keins. Welches dieser Unternehmen hat denn wirklich einen Service oder sonst was, der international expandiert wird? Hey, ich kann es wahrscheinlich auf zwei Händen abzählen. Und das zeigt für mich schon alles aus. Und Singapur ist halt hier ganz anders. Komplettes Gegenteil. Wir können hier mit der Wirtschaftsbehörde reden und können sagen, hey, wir brauchen die und die Unterstützung, wie sieht es dort aus? Das ist für mich absolut essentiell. Absolut essentiell. Ja, und alles danach. Danach, da kommen eh schon so viele Feinheiten in die unterschiedlichen Differenzierungen. Weiß nicht, ob es danach wirklich relevant ist. Ich weiß, die Leute sagen immer, du bist nur dort wegen den Steuern. Alter, sag das mal den Schweizern. Red einfach mal mit den Schweizern. Die Schweizer sagen, ich gehe doch nie nach Singapur, die haben so hohe Steuern. Also, falls du hier mit Steuern anfängst, dann ist es nur, weil du Deutschland und Österreich vergleichst. Die einfach die ganzen Beamten und die ganzen Leute, die nicht arbeiten wollen, durchfüttern müssen. Das ist es. Schau das mal an, wenn ich niedrig Steuern haben will, gehe ich nach Dubai oder sonst was, nicht nach Singapur. Ich kenne niemanden, der nach Singapur geht wegen Steuern. Glaub mir das. Kenne ich keinen einzigen, der hier ist.
ich kenne ganz, ganz, ganz viele, die sagen, ja, natürlich ist es besser, dass ich hier, keine Ahnung, 20% Steuern bezahle und keine 50% von Deutschland oder von Österreich oder 60%, aber deswegen sind die nicht hier. Die Leute, die wegen Steuern wohin gehen, die sind in Dubai oder sonst wo.